Wie kommst du darauf, dass du hier wieder arbeitest? Ich bin eingestellt worden. Das wüsste ich, aber hier hat sich einiges geändert. Ich weiß. Du bist jetzt Geschäftsführerin. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zu deiner Hochzeit. Hast es also doch geschafft, dich hochzuschlafen? Das geht dich nichts an. Du. Fängst du schon wieder an, mir zu drohen? Sieh es doch einfach als Versprechen. Das ist dein erster und dein letzter Tag im Salto. Es war ein toller Abend. Ja, das ist die Probierküche. Oh. Wir haben ja einiges durchgesetzt. Die Umbauten in der Küche, einen eigenen Arbeitsplatz zum Testen neuer Kreationen. Ja, ich lege Wert auf reibungslosen Ablauf in der Küche. Hier kann man experimentieren, ohne den Betrieb zu stören oder gestört zu werden. Bin beeindruckt. Ihr Reich. Sie sind sich sicher, dass ich der Richtige für diesen Posten hier bin? Ich zweifle nicht daran. Ihnen ist aber schon klar, dass ich mich als Befehlsempfänger nicht besonders gut eigne, oder? Ich werde hier mein eigenes Ding machen. Ja, das hoffe ich doch. Dafür bezahle ich Sie schließlich. Und Sie wissen auch, dass ich in diesem Haus nicht besonders beliebt bin, oder? Ja, ich weiß um die Probleme, die Sie hatten. Ich gehe davon aus, Sie gehören der Vergangenheit an. Sieht Ihre Frau das genauso? Sie haben sie getroffen. Sie wissen, wie sie zu Ihnen steht. Also von meiner Seite aus wird es kein böses Blut geben. Was ist vorgefallen damals zwischen Miriam und Ihnen? Vorgefallen? Ja. Es gab einen Zwischenfall. Ein Gast hatte einen allergischen Anfall und mir wurde die Schuld dafür in die Schuhe geschoben. Sie glauben, Miriam hat Ihnen diesen Fehler untergeschoben? Das weiß ich. Wird es ein Problem geben? Na, was mich betrifft, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Was Ihre Frau betrifft. Also ich glaube, wenn wir uns alle professionell verhalten, dann sehe ich keine Probleme. Dann freue ich mich. Ja.